Hallo und willkommen. Schön, dass ihr zuschaut. Rotkohl gehört zu Weihnachten wie der Christbaum und Geschenke. Deswegen koche ich heute meinen weihnachtlichen Rotkohl und ihr könnt dabei sein. Also, los geht's! Zeige ich euch zuerst meine Zutaten. Natürlich Rotkohl, Äpfel, eine Orange, Salz, einen sehr guten Orangensaft, einen dunklen Balsamico-Essig, rote Zwiebeln. Hier in dem Gläschen ist mein Spekulatius-Gewürz. Ein richtiges schönes Stück Kassler, natürlich selbst gemacht. Hier haben wir Rohrzucker, eine Stange Zimt, Nelken, Lorbeerblätter, ein paar Datteln, Schweineschmalz, Butter und etwas Speisestärke. Natürlich muss der Rotkohl zerkleinert werden. Ich benutze dafür ein großes, scharfes Messer. Würde ich euch auch raten. Das ist wirklich leichter so. Und als erstes schneide ich hier mal ein bisschen den Strunk ab und nehme die ersten Blätter runter. Die kommen dann auf den Komposthaufen und ich benutze heute mal einen Handschuh. Dann den Kohl halbieren. Vierteln und den Strunk rausschneiden, weil der ist bitter und das wollen wir ja nicht im Rotkohl haben. Jetzt nehme ich hier dieses Segment nochmal auseinander. Ich schneide jetzt ganz feine Streifen ab. Damit sie nicht zu lang werden, mache ich das hier so ein bisschen am Rand. Ich habe nicht den ganzen Kopf verbraucht. Ich habe mir hier ein Segment zurückgelassen, da mache ich mir einen Rohkostsalat von, denn gerade in dieser Jahreszeit braucht man ja wirklich Vitamine und Mineralien. Und hier geht es zum geschnittenen Rotkohl. Da habe ich jetzt schon den Rohrzucker drin und das Salz. Jetzt füge ich noch hier den dunklen Balsamico-Essig dazu. Da der nicht so penetrant nach Essig schmeckt, das ist ja ein Traubenmost, gebe ich da schon ruhig so fast das halbe Fläschchen rein. Die genauen Angaben mit den Zutaten findet ihr natürlich wie immer in der Infobox. Und jetzt kommt es darauf an, dass ich den Rotkohl hier stampfe, dadurch die Zellen ein bisschen öffne und dass der Saft austritt. Und dass der Rotkohl bereit ist, auch die Aromen aufzunehmen. Da kommt nämlich gleich noch der Orangensaft dazu. Und das erinnert schon ans Sauerkrautstampfen. Da habe ich übrigens auch ein Video dazu. Das findet ihr bestimmt in meiner Playlist. So, ich habe mein Kraut jetzt richtig gut gestampft, fast 10 Minuten. Und jetzt kommt der Orangensaft dazu. So, nochmal schön durchmischen hier. Diesen Ansatz stelle ich jetzt über Nacht in meine kalte Wursteküche. Da kann es dann schön durchziehen. Es ist der nächste Morgen. Mein Rotkohlansatz ist gut durchgezogen. Die anderen Zutaten habe ich jetzt hier schon verarbeitet. Die Äpfel sind gewürfelt, die Zwiebeln auch. Die Datteln sehr fein gewürfelt. Und hier ist der Rest der Zutaten und jetzt geht's los mit Rotkohl kochen. Ich beginne mit etwas Rohrzucker, den ich jetzt karamellisieren lasse. So, man sieht, der ist schön karamellisiert. Dann gebe ich die Zwiebeln dazu. Und dann mein Schweineschmalz, stammt übrigens von meiner Hausschlachtung noch. Das Schmalz gibt dann dem Rotkohl auch den schönen Glanz. Die Zwiebeln sind schön angeröstet und haben dadurch natürlich Geschmack ausgebildet. Als nächstes kommen die
fein gewürfelten Äpfel dazu. Die Äpfel sind jetzt schön mit angeschmort. Das hat ungefähr den Effekt wie beim Bratapfel. Ist also auch nochmal eine tolle Geschmackskomponente im Rotkohl. Und jetzt gebe ich den Rotkohl dazu. Jetzt kommt der Abrieb einer Bio-Orange dazu. Und wirklich nur das oberste abreiben. Sobald es weiß wird, schmeckt es bitter. So, Orange rausgepresst, der Saft ist im Rotkohl. Und hier ist mein Spekulatiusgewürz. Das habe ich noch über vom Spekulatiusbacken. Wie das zusammengesetzt wird, schreibe ich euch natürlich auch in die Infobox. Jetzt kommen die fein gewürfelten Datteln. Die müssen also wirklich sehr fein gewürfelt werden dazu. Wer keine Datteln mag, kann auch Preiselbeeren dazugeben. Ich bevorzuge die Datteln und das Spekulatiusgewürz, weil der Rotkohl soll ja weihnachtlich werden. Jetzt kommt noch die Stange Zimt, die Lorbeerblätter, die Nelken dazu und ich lege hier mein Kassler ein. Deckel drauf und das Ganze wird jetzt für mindestens 1,5 Stunden geschmort. Dazu stelle ich hier auch die Temperatur etwas niedriger. Das braucht hier nur soeben köcheln. Nach gut 90 Minuten nehme ich jetzt den Kassler raus, sonst zerfällt er mir. Und den Rotkohl lasse ich jetzt noch für eine Stunde weiter köcheln. Ich habe die Lorbeerblätter und die Stange Zimt jetzt rausgenommen und mit einem Esslöffel Speisestärke binde ich den Rotkohl jetzt etwas ab. Speisestärke hat den Vorteil, dass sie neutral schmeckt und sofort abbindet ohne weiteres längeres Kochen. So, damit ist der Rotkohl jetzt fertig. Da das Auge natürlich auch immer mit ist, werde ich jetzt hier noch zur Dekoration ein paar Apfelringe in Butter anbraten. Die Apfelringe sehen natürlich nicht nur gut aus, sondern sie schmecken auch wunderbar zu meinem Rotkohl. So sieht er aus, er glänzt schön durch das Schweineschmalz. Er duftet weihnachtlich aromatisch und genau so schmeckt er auch. Keines der vielen Aromen dominiert, es ist einfach ein abgerundeter, harmonischer Geschmack. Ob Ente, Gans, Truthahn oder was ihr sonst so zu Weihnachten macht, dieser Rotkohl krönt jedes Gericht. Das war mein weihnachtlicher Rotkohl für euch. Wenn ich mir was wünschen darf, bitte ich um ein Abo und einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare. Ich beantworte jeden Kommentar. Ich wünsche euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bedanke mich fürs Zusehen und sage wie immer zum Schluss: Tschüss, bis zum nächsten Video.